Wir wollen doch gerne weitermachen jetzt hier im nächsten Panel zum Thema Mittel und Foren von Rechtspopulisten. Und dahinter verbergen sich konkrete Fragestellungen. Paula Diehl, links neben mir, wird sich zum Thema Medien und Rechtspopulismus mit dem Thema befassen. Paula Diehl ist Leiterin des Projekts Symbolik der Demokratie an der Humboldt-Uni zu Berlin. Derzeit ist sie Visiting Scholar am Political Science Department in Pennsylvania. Sie hat in São Paulo und Berlin studiert. Sie war Gastprofessorin in Bologna, Paris und 2006 in Brasilia und leitete mehrere Projekte an der Humboldt-Uni in Berlin, aktuelles Projekt Populismus zwischen Faschismus und Demokratie, also eine Expertin zu dem Thema. Ich würde gerne noch ein, zwei Veröffentlichungen hervorheben, und zwar aus der Zeitschrift Aus Politik und Zeitgeschichte, den Beitrag über Populismus und Massenmedien, und aus der Zeitschrift Totalitarismus und Demokratie, die Artikel über Populismus und Theorie und Populismus und Faschismus. Also das sind zwei Ausgaben, genau, Gesamtausgaben mit mehreren Autoren, die sie kuratiert hat quasi. Franziska Schmidtke, rechts neben mir, lehrt am Institut für Soziologie der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Ihr Schwerpunkt sind rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien in Deutschland und Europa und das Thema Rechtsextremismusprävention. Sie hat in Jena und Jerusalem studiert und ist seit 2012 Koordinatorin des Kompetenzzentrums Rechtsextremismus der Uni Jena. Außerdem engagiert sie sich in der deutsch-israelischen Gesellschaft in Erfurt. Und ausgewählte Veröffentlichungen. Zum einen hat sie sich befasst mit den Parlamentsaktivitäten der Rechtsaußenparteien im Europäischen Parlament. Dazu werden wir auch gleich mehr hören. Für die Bundeszentrale für politische Bildung. Und sie hat sich mit Landesprogrammen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus beschäftigt. Und dazu eine vergleichende Studie für das Thüringer Ministerium für Familie, Soziales und Gesundheit hergestellt. Mein Name ist Daniel Bax, ich bin Redakteur bei der TAZ, die Tageszeitung, und moderiere dieses Panel und bin auch Autor des Buches Angst ums Abendland. Wen es interessiert, das ist der Werbeblock, kann es käuflich erwerben am Tresen da hinten. Wir gehen jetzt in Medias Res zum Thema Mittel und Foren von Rechtspopulisten, und Paula Diehl wird das Einstiegsreferat halten. Ja, danke. Ich finde es ganz spannend, dass ich hier sprechen darf, und danke dann den Organisatoren und der Böll-Stiftung für die Einladung. Mir war es wichtig, für heute einige Punkte zu klären, die ich denke, nicht nur in der journalistischen Auseinandersetzung, sondern auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Rechtspopulismus durcheinandergehen. Und zwar, man merkt dann in der Debatte, dass häufig Rechtspopulismus und Populismus zu Synonym werden. Dann haben wir noch den Komplex mit den Medien. Was machen die Massenmedien mit dem Populismus? Und daher habe ich praktisch drei große Fragestellungen, die ich klären muss. Das heißt, was ist Populismus, was ist Rechtspopulismus und wie verhält sich Populismus zu den Medien und der Rechtspopulismus zu den Medien? Daher wird mein Vortrag weniger eine Analyse von dem, was wir jetzt haben, sondern eine systematische Auseinandersetzung damit sein, damit wir die Dinge auseinanderklamüsern können und danach wieder anwenden können. Es ist auch klar, dass in der Praxis alles ein bisschen vermengt auftritt. Also wenn man über Rechtspopulismus und die Medien spricht, hat man dann zumindest drei Definitionen vorzunehmen, nämlich Populismus, Rechtspopulismus und ihre Beziehung zu den Medien. Ich werde mich zuerst auf diese drei Elemente fokussieren und dann die Beziehung zwischen ihnen analysieren. Also ich fange mit einer These an, und ich glaube, dass die gewissen Affinitäten zwischen Populismus und Massenmedien gibt, die dann es möglich machen, dass populistische Akteure, Diskurse im Grunde eine privilegierte Stellung bekommen in der massenmedialen Verbreitung.
Es geht hier nicht um eine systematische Begünstigung von der populistischen Logik durch die Massenmedien, sondern um eine Art, also es geht hier eben um eine systematische Begünstigung, und zwar nicht unbedingt intentionell, sondern funktional. Die zweite Frage, die ich klären möchte, betrifft dann die Verbreitung von Rechtspopulismus bzw. rechtsextremistischen Vorstellungen. Meine These hier ist, dass der Rechtsextremismus sich dem Populismus bedient, um in einem demokratischen Kontext rechtsextremistische Ideologien Akzeptanz zu verleihen. Das beobachten wir nicht nur heute, sondern in dem erwähnten Projekt haben wir auch mit Historikern zusammengearbeitet, und wir stellen fest, im italienischen Faschismus, im deutschen Nationalsozialismus hatten wir in der Bewegungsphase eine ganze Menge Elemente des Populismus drin, die danach zurückgefahren werden, im Faschismus weniger als in den Nationalsozialismus. Also es gibt eine Art Verwobenheit, zumindest in der Bewegungsphase, von diesen zwei Logiken. Populismus dient somit als Brücke zwischen demokratisch konstituierten Öffentlichkeit und rechtsextremistischen Positionen. Dann habe ich eine dritte These, und zwar, dass die systematische Begünstigung des Populismus in den Massenmedien im aktuellen Kontext dazu führt, dass rechtsradikale Ideologien immer öfters transportiert werden. Rechtspopulismus dient somit als Eintrittstür rechtsradikaler Ideologien in die demokratischen massenmedialen Öffentlichkeit. Also ich beginne jetzt mit der Klärung von dem, was ist denn Populismus? Also Populismus ist auch innerhalb der Forschung ein sehr umstrittener Begriff, und es gibt etliche Definitionen, die sich zum Teil widersprechen. Ich möchte mich hier an Cas Moot halten, ein niederländischer Wissenschaftler, der Populismus als dünne Ideologie genannt hat. Das heißt, es ist ein Komplex an einer ganz weichen Struktur, die aber nicht stark genug ist, um als Ideologie zu gelten, und die dann neu andere, konsistentere Ideologien braucht. Ich würde vorschlagen, diese Ideologiebegriff ein bisschen zu verändern, und würde das Logik nennen. Das heißt, Populismus wäre eine Art politische Logik. Und diese Logik kann sich in verschiedenen Ebenen des politischen Tuns niederlassen. Man kann in der Kommunikation sehen, man kann sie in der Ideologie beobachten, man kann sie in der Organisation von Parteien oder Bewegungen beobachten, und man kann auch in der politischen Programmatik beobachten. Was für uns heute von Interesse ist, wenn wir über Massenmedien und Rechtspopulismus sprechen, ist die ideologische und kommunikative Ebene. Da werde ich mich darauf konzentrieren. Das erklärt wiederum, warum wir von Rechts-Links-Populismus sprechen können, von neoliberalem Populismus, von Marktpopulismus, also unterschiedliche Populismen, die dann mit diesen konsistenteren Ideologien auftreten. Ich würde auch die These dann modifizieren und sagen, Populismus ist keine Kategorie, und da widerspreche ich auch die Definition von Frank Decker. Für mich ist Populismus keine Kategorie von Akteuren, sondern eine Logik, die bei Akteuren auftauchen kann oder auch nicht. Und indem wir dann über keine Kategorien von Parteien oder Bewegungen sprechen, sondern über eine Logik, können wir auch unterschiedliche Intensitäten feststellen. Das heißt, eine Partei, eine Person kann mehr oder weniger populistisch sein, kann sich mehr oder weniger an diese Logik dranhalten. Jetzt fehlt es, was ist diese Logik? Ich möchte ein paar Punkte benennen, was diese Logik ausmacht, und dann ihre Verbindung zur Demokratie bzw. Beziehung zur Demokratie geben. Also ich gebe insgesamt 10 Punkte, die hier nicht zeigen werden, das brauchen Sie gar nicht zu erwarten, sondern nur damit wir eine Idee haben, wie funktioniert das. Also diese Logik ist gestützt auf der Glaube an die Volkssouveränität, also ein genuines demokratisches Prinzip.
Die Idee, dass das Volk die Macht hat und nicht irgendjemand anders. Also dieser Glaube ist wichtig, um in den Nährboden der Demokratie sich überhaupt bewegen zu können. Der Populismus arbeitet durchaus mit demokratischem Anspruch auf Volksrepräsentation und setzt die Volkssouveränität voraus. Es steht außer Zweifel, dass das Volk eigentlich der Souverän ist und Politik der Ausdruck des allgemeinen Willens sein soll. Die Trennung der Gesellschaft in zwei gegensätzlichen Blöcken, was der Populismus macht, was wir schon gehört haben, das heißt die Elite und das Volk, kommt dann daher, dass die Elite dann sich an diesem Volkssouveränitätsprinzip nicht mehr hält nach der Perspektive des Populismus. Damit sind wir schon bei dem nächsten Schritt. Also der Populismus überhöht auch den Begriff des Volkes. Also es gibt eine Vorstellung, dass das Volk im Populismus eine homogene Instanz ist, die in gewisser Weise moralisch überlegen ist. Und das ist gepaart wiederum mit der Opposition zur Elite. Die Elite ist wieder das Gegenteil von dem Volk. Die Elite ist die korrupte Minderheit, die sich die Macht usurpiert hat und dem Volk dementsprechend betrogen hat. Und das erklärt wiederum, warum der Populismus immer gegen die da oben, diese Positionierung, die da unten gegen die da oben dann aktiviert. Das heißt, der Populismus aktiviert eine Froschperspektive von unten nach oben. Der Populismus ist dementsprechend auch meistens anti-institutionell und gegen Mediation. Das Volk soll unmittelbar hochkommen, das Volk soll sich äußern und es darf nicht dazwischen geben. Das erklärt zum Beispiel, warum die Idee von Pegida, dass die Presse lügt, eine populistisch benannte Idee ist. Denn die Presse in dem Sinne heißt nicht ein Forum, sondern das heißt bestimmte Experten, die dann die Meinung des Volkes oder die Realität interpretiert und dementsprechend verzehren. Die sind ähnlich, also deren Rolle ist ähnlich wie die Rolle der politischen Repräsentanten von etablierten Parteien, die wiederum als Elite gesehen werden, weil sie dann mediieren zwischen dem Volk und dem Willen des Volkes. Also, sie sind alle Komponente eines Narrativs des Populismus, was ich Narrativs des betrogenen Volkes genannt habe. Also, das gibt auch eine Dramatisierung von einem Konflikt. Und dieser Konflikt soll, also der Populismus soll die Bevölkerung klar, also im Grunde sich damit konfrontieren, dass sie betrogen wird und das Volk soll wieder zu sich kommen und die Macht übernehmen. Und das ist etwas, was im Populismus zentral ist, ist die Figur des Führers, des charismatischen Führers für den Populismus. Das dient dann als Kanalisator. Dieser Führer muss immer sich als ein außerhalb des Systems inszenieren, damit er nicht verwechselt wird mit der Elite. Und dann braucht der Populismus, also diese populistische Logik stützt sich auch auf bestimmte Kommunikationstechniken, zum Beispiel Komplexitätsreduktion und rhetorische Kurzschlüsse. Es wird im Populismus nicht so viel argumentiert, sondern es wird ganz klar mit Slogans geworben und die pluralistische Auseinandersetzung um etwas findet nicht statt. Die Struktur der Welt ist eine manichäische, das heißt, man hat eine Schwarz-Weiß-Malerei, entweder man ist dafür oder man ist dagegen. Und das ist gepaart mit einer Dramatisierung und Emotionalisierung des politischen Diskurses. Um das zu legitimieren, appelliert dann die populistische Logik an den Common Sense sozusagen. Das heißt, man braucht gar nicht so viele komplexe Erklärungen, weil jeder weiß, wie es gemeint ist. Und damit gekoppelt ist auch die Idee, dass man sagen darf, was man denkt. Und da ist auch wiederum eine andere Tendenz der populistischen Logik, nämlich die Produktion von Tabubrüche und von Skandalen. Also daher das Ganze immer komprimiert wird, ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass man immer wieder solche Verkürzungen hat, die dann die Regeln der Auseinandersetzung, die manchmal auch nicht so unbedingt gut sind, weil das Tabus sind nicht unbedingt immer gut und immer schlecht, dann gebrochen werden. Also die Beziehung des Populismus zur Demokratie ist daher überhaupt nicht eindeutig, sondern ambivalent. Positiv kann sie wirken, indem die populistische Logik dazu motiviert, eine Kritik
an die Missständen der Demokratie zu artikulieren und wiederum eine Mobilisierung des Volkes zugunsten von mehr Demokratisierung. Der Populismus macht dann Schwachstellen der Demokratie sichtbar, indem er auf die fehlende Umsetzung des Volkssouveränitätsprinzips in der Praxis aufmerksam macht. Rhetorisch drückt sich dieser Anspruch zu einem durch die Kritik an dem Machtmissbrauch und Korruption und zum anderen durch die Forderung nach politischer Veränderung. Populismus hat dann eine starke Mobilisierungskraft, die durchaus dann im Dienste der Demokratie stehen kann. Aber der Populismus bringt auch Risiken für die Demokratie. Und ich werde nur einen der Risiken hier beleuchten, was im Zusammenhang mit dem Medien- und Rechtspopulismus steht, und zwar die Verzerrung der politischen Debatte. Die populistische Logik hält sich zwar an den demokratischen diskursiven Rahmen, sie geht von der Meinungsfreiheit, von der Gleichheit zwischen den Individuen und von der Macht des Volkes aus, aber sie verzerrt diese Rahmen zugleich. Die populistische Rhetorik arbeitet mit Kurzschlüsse. Die Kommunikation ist so vereinfacht, dass wichtige Komplexitäten ausgeblendet werden und die Welt in Schwarz-Weiß-Malerei wieder auftritt. Es gibt dann nur Gut und Böse, entweder oder. Für die demokratische Debatte bedeutet dann das aber ein Verlust an Pluralität der Meinung und die Möglichkeit an Kompromiss finden. Ich habe dann am Anfang erwähnt, dass der Populismus und die Massenmedien Affinitäten haben, und ich möchte diese Affinitäten erstmal erklären, indem ich erstmal auf die Aufmerksamkeits- und Selektionsregeln der Massenmedien eingehe. Also die Kommunikationswissenschaft hat für die kommerziellen Massenmedien festgestellt, dass sie gewisse Aufmerksamkeitsregeln entwickeln, die auf einige Punkte basieren: Komplexitätsreduktion, Dramatisierung und Emotionalisierung, Gefühl der Unmittelbarkeit, also man ist dabei, man ist live dabei, Zwang zur Aktualität und Außergewöhnlichen, Konfliktaufbau und Personalisierung. Diese Kriterien sind dann, wenn wir mit dem Populismus vergleichen, sehr interessant zu gucken, dass wir eine ganz große Überschneidung haben. Also wir haben hier bei der Massenmedienkomplexitätsreduktion, auch beim Populismus. Wir haben Dramatisierung und Emotionalisierung, genauso auf der anderen Seite. Unmittelbarkeit, dabei sein, live dabei sein. Hier wird es anders übersetzt, keine Mediation zwischen Volk und der Realität oder Volk und Entscheidung. Eine Konfliktstruktur, und hier habe ich wieder die manichäische Strukturierung der Welt. Personalisierung für den Fernsehen, vor allem für Fernsehen, aber für die Massenmedien generell. Und Zentralität des Leaders bei dem Populismus. Archetypische Erzählung von dramatischen Strukturen in den Massenmedien und die Narrativ des betrogenen Volkes. Also wir haben hier eine ganze Menge Überschneidung zwischen zwei Logiken, die dann etwas erklären können, warum populistische Akteure oder Akteure, die sich dem Populismus bedienen, einen gewissen Vorteil haben, wenn sie dann im Wettbewerb mit anderen Akteuren in den Massenmedien gehen. So, jetzt müssen wir über Rechtspopulismus sprechen. Also Rechtspopulismus würde ich als eine Mischung definieren zwischen der populistischen Logik und rechtsextremischen Ideologien, teilweise sogar mit ganzen rechtsextremischen Ideologien. Zur Klärung: Ideologien sind Vorstellungen und Gedanken, die keine umfassende Erklärungsmuster geben wie eine Ideologie, aber punktuelle Einstellungen zu bestimmten Themen geben. Die Vorstellung, dass Ausländer nicht zu der Gesellschaft gehören zum Beispiel, dass sie fremd sind, das ist ein Ideologien. Und die Ideologie ist voller Ideologien sozusagen. Es ist ein Netz von Ideologien, die eine Art Ideologie möglich macht. Wie der Populismus tritt auch der Rechtspopulismus in unterschiedliche Intensitäten auf. Also man kann mehr oder weniger populistisch sein, aber genauso kann man mehr oder weniger rechtsextremistisch und rechtspopulistisch sein. Und da habe ich schon wieder den Begriff des Rechtsextremismus eingeführt. Also das hängt immer von der Häufigkeit, Zentralität und Vollständigkeit der populistischen Logik, der rechtsextremistischen Logik ab.
Also insgesamt gehen Rechtsextremismusforscher von Ideologien aus, die auf zentralen, miteinander verbundenen Ideologien basieren. Also zum einen die Vorstellung einer, so das nehme ich hier weg, weil das brauchen wir nicht mehr, also zum Teil die Vorstellung einer ethisch homogenen Gesellschaft, die Überzeugung, dass Mitglieder einen höheren Wert haben als die Zugehörigen anderer Gruppen, die Negierung der demokratischen Gleichheit, die Ablehnung des Wertpluralismus, Ausländerfeindlichkeit und je nach Konstellation auch Antisemitismus und Rassismus. Von den politikwissenschaftlichen Perspektiven kann auch zugefügt werden, dass Rechtsextremismus das demokratische System ablehnt, während der Populismus nur das Establishment bekämpfen will. Rechtsextremismus positioniert sich außerhalb des demokratischen Rahmens und steht somit am Rande des Spektrums von dem, was demokratisch akzeptabel ist. Wenn man dann über Rechtspopulismus spricht, spricht eben von dieser Mischung, von einer Seite der Populismuslogik und auf der anderen Seite von diesen Ideologien von den Rechtsextremismus. Es gibt aber zwei Wege, um zum Rechtspopulismus zu kommen. Zum einen von dem Rechtsextremismus-Spektrum, das sind dann Parteien, Bewegungen oder Akteure, die sich praktisch populistisieren sozusagen. Also das beste Beispiel war hier der Front National, der von einem rechtsradikalen, rechtsextremen Hintergrund kommt und dann vor allem mit dem Generationswechsel von Le Pen Vater zu Le Pen Tochter eine populistische Haltung annimmt und sich dadurch an den demokratischen Spektrum anpasst. Aber man beobachtet auch Ähnliches beim FPÖ in Österreich zum Beispiel. Also sie sprechen von Demokratie und Volkssouveränität, mildern ihren antisemitischen und xenophobischen Diskurs und erzählen ihre Geschichte der Überlegenheit der Rassen im Rahmen der Narrativen des betrogenen Volkes. Interessant ist auch, und das, da können wir, weiß nicht, ihr habt nicht so viel Zeit, oder? Habe ich? Okay, interessant ist das auch, dass die Rechtspopulisten besonders nach den 90er Jahren sehr stark die Diskursstruktur der Linke sich aneignen, um den zu entleeren. Also das ist eine sehr interessante Beobachtung, die vor allem in Österreich gemacht worden ist. Man spricht jetzt von Pluralität der Individualitäten und deswegen muss man eben die österreichische Individualität und Identität verteidigen gegen diese Entfremdung, die von außen kommt. Und dadurch hat man wieder diese rechtsextremistischen Muster wieder rein, aber eben im Rahmen einer pluralen möglichen Gesellschaft. Während der FPÖ diesen Übergang ohne Rissen in ihrer Parteistruktur geschaffen hat, war der Weg des Front Nationals mit dem Familienstreit verbunden. Also, was jetzt passiert ist, die Partei hat den Negationismus von ihrem Gründer verurteilt und den sogar ausgeschlossen. In gewisser Hinsicht akzeptieren rechtspopulistischen Akteure den demokratischen Rahmen für die politische Auseinandersetzung, was wiederum den Rechtsextremisten nicht tun. Das ist wieder die Anpassung, wenn sie sich dann die populistische Logik aneignen. Selbst wenn sie versuchen, diesen Rahmen mit rechtsradikalen Ideologien zu bestimmen. Der andere Weg zum Populismus, und davon muss man auch sprechen, ist nicht weniger gefährlich als von den Rechtsextremen, die dann sich mit dem Populismus in die demokratische Debatte hineinmanövrieren, sondern das ist die Zunahme von rechtsradikalen Ideologien mit einem populistischen Diskurs, die aber von ganz anderen Akteuren übernommen wird. Und das ist eine Art Reaktion auf dieses Aufkommen von Rechtspopulisten, die ursprünglich Rechtsradikalen waren. Also das heißt, man hat hier eine gesamte Verschiebung des Spektrums, wo dann Parteien der Mitte oder dem konservativen Lager, teilweise sogar von der Linke, bestimmte Ideologien wieder aufgreifen. Teilweise ein bisschen dekonstruieren, teilweise übernehmen. Und wiederum Frankreich mit Nicolas Sarkozy ist das beste Beispiel, wo man dann sieht, wie das gesamte Diskussionsspektrum sich dann nach
nach rechts verlagert und mit rechtsradikalen Ideologien praktisch versetzt ist, die jetzt als Konsens gelten oder zumindest als Konsens diskutiert werden. Also das zeigt ein bisschen, wie diese Dynamik funktioniert. Spricht man also von Rechtspopulismus, spricht man daher von einer Mischung aus Populismus und Rechtsextremismus. Und deswegen ist mir ganz wichtig, den Unterschied zwischen Rechtspopulismus und Populismus zu machen. Und die beziehen sich dann auf unterschiedliche Dimensionen. Entschuldigung, da habe ich mich vertan. Okay, ich wollte jetzt zum Schluss kommen. Also Rechtspopulismus funktioniert somit, im Rechtspopulismus funktioniert somit der Populismus als Brücke für die Inklusion rechtsextremistischer Ideologien und Bewegungen in die demokratische Debatte. Umgekehrt kann aber auch die populistische Bewegung oder Partei rechtspopulistischer werden, indem sie rechtsextremistische Ideologien verwendet. Und insofern, was ich glaube, was wir unbedingt machen müssen, ist nicht unbedingt nur Akteure beobachten und um zu unterscheiden, ob sie Rechtspopulisten oder Populisten oder wie auch immer sind, sondern wir müssen die gesamte Debatte, wie sie sich verschiebt, in den Blick nehmen. Vielen Dank. Danke, Paula Diehl. Jetzt Franziska Schmidtke. Ja, auch von mir herzlichen Dank für die Einladung zu diesem äußerst spannenden Panel. Ich werde auch versuchen, an verschiedenen Punkten, die wir gestern und heute schon angesprochen haben, wieder anzuknüpfen. Herr Bax hat es gerade schon gesagt, ich werde mich mit dem Forum des Parlaments auseinandersetzen und würde Ihnen dazu gern das Europäische Parlament ein wenig en Detail vorstellen, nachdem wir jetzt ja schon die Länderperspektiven hatten und hier auch schon viel gehört haben darüber, wie rechtspopulistische Parteien dort auch in den Parlamenten vertreten sind. Dachte ich, wäre der Blick auf das Europäische Parlament nochmal ganz gewinnbringend, um hier auch zu sehen, wie agieren die Akteure eigentlich, welche Aktivitäten entfalten sie und um auch auf die Frage dieser Veranstaltung ein bisschen eine Antwort finden zu können, inwiefern stellen Sie hier eine Gefahr für die Demokratie dar. Ja, so funktioniert es. Ich habe das Ganze ein wenig in Thesen aufgebaut, die ich Ihnen dann empirisch gern untermauern möchte. Also zum einen, rechtspopulistische Fraktionen im Europäischen Parlament sind keine Ausnahme, sondern die Regel. Wir können beobachten, dass seit der ersten freigegebenen Wahl für das Europäische Parlament rechtspopulistische Parteien auch eine Rolle gespielt haben. Schon ziemlich früh haben diese Parteien auch versucht, Fraktionen zu bilden, was zum einen schlichtweg damit erklärbar ist, dass monetäre Anreize mit der Fraktionsbildung verbunden sind und natürlich auch Anreize, die Tagesordnung im Europäischen Parlament stärker mitgestalten zu können und ähnliche eher organisatorische Vorteile. In der Vergangenheit war es aber so, dass doch die meisten Fraktionen, auch wenn sie gegründet werden konnten, recht schnell wieder auseinanderfielen, weil es letztendlich einfach ideologische Unüberbrückbarkeiten gab zwischen den Parteien, die man sich ja eigentlich auch leicht vorstellen kann. Wie sieht das aktuell aus? Sie haben hier eine Übersicht der Sitzverteilung im Europäischen Parlament seit 2004. Wir haben vorhin ja schon etwas darüber gehört, dass der Front National zu den Wahlgewinnern gehört hat. Auch die britische UKIP war so eine Partei, wo man von einem großen Sieg gesprochen hat. Währenddessen, muss man sagen, gab es andere rechtspopulistische Parteien, die bei dieser Wahl zum Europäischen Parlament schlechter abgeschnitten haben als zuvor. Dennoch sehen wir im Moment sogar zwei europaskeptisch rechtspopulistische Fraktionen im Europäischen Parlament, obwohl, das möchte ich auch noch dazu sagen, nicht alle Parteien, die wir als rechtspopulistisch bezeichnen würden oder rechtspopulistische Tendenzen haben, wie zum Beispiel die AfD, Teil einer solchen Fraktion sind. Die AfD hat es ja zum Beispiel, das war ein ganz großer Erfolg,
geschafft, bei den Konservativen mit aufgenommen zu werden. Ich möchte Ihnen aber gerne diese zwei Fraktionen ein wenig mehr im Detail vorstellen. Das ist zum einen hier die EFDD. Das ist eine Fraktion, die auch zurückgreift auf eine Fraktion, die schon 2009 bestanden hat, im Wesentlichen dominiert wird von der UKIP und dazu noch einige weitere Parteien mit vereinen kann, eben auch die Fünf-Sterne-Bewegung aus Italien. Daneben haben wir eine Fraktion, die eigentlich schon im Wahlkampf versprochen hat, dass sie sich finden würde. Das ist dieses Wahlbündnis bestehend aus dem Front National, aus der Lega Nord, aus der PVV und der FPÖ. Also eigentlich so diese erste Reihe von rechtspopulistischen westeuropäischen Parteien, die man ganz gut kennt. Also Wilders und Le Pen und die Lega Nord eben dazu. Das sind so die Akteure, mit denen wir auch ein bisschen sozusagen groß geworden sind und die man ganz gut kennt. Die hatten im Wahlkampf schon angedeutet und immer wieder bekräftigt, dass sie gern gemeinsam eine Fraktion bilden wollten. Zunächst haben sie es nicht geschafft. Das lag schlichtweg daran, dass sie das Quorum, das das Europäische Parlament auflegt, nicht überspringen konnten, zwar nicht mit der Anzahl der Abgeordneten, die muss bei mindestens 25 liegen, das hat ja fast der Front National allein geschafft, aber es gibt auch ein Länderquorum, mindestens ein Viertel aller Nationen muss eben auch vertreten sein und das konnte zunächst nicht gewährleistet werden, sodass diese Fraktion noch sehr, sehr jung ist und erst im Sommer diesen Jahres dann gegründet wurde. Aber ich finde, hier sieht man eben auch schon von der Zusammensetzung, ist das wahrscheinlich die Fraktion, die noch am ehesten einen Konsens herstellen kann, wo man sieht, das sind Parteien, die haben auch in den Jahren zuvor wiederholt zusammengearbeitet, auch wenn das Formen einer Zusammenarbeit sind, wo man sagt, naja, da haben sich die Parteiführenden mal getroffen, ausgetauscht, die gehen zusammen irgendwie auf Demonstrationen tauschen sich so aus, es sind jetzt keine Wahlbündnisse in dem Sinne von, wir haben eine gemeinsame Programmatik gefunden, aber doch kann man, glaube ich, hier bei diesen Parteien vermuten, dass es hier Schnittstellen gibt, die eben auch zu einer gemeinsamen Politikformulierung führen könnten. Und damit komme ich auch zur parlamentarischen Arbeit dieser Fraktion. Mit der These, dass rechtspopulistische Parteien im Europäischen Parlament sich vor allem in ihrer Tätigkeit auf das Plenum konzentrieren. Das werden Sie nachvollziehen können. Wir kennen das in Deutschland vor dem Hintergrund der Erfahrung mit der rechtsextremen NPD und ihren Auftritten in Sachsen und in Mecklenburg-Vorpommern. Natürlich versuchen die Akteure, sich vor allem im Plenum zu agitieren, hier Öffentlichkeit auch anzusprechen und auch damit die Medienlogik wieder zu bespielen, hier möglichst stark aufzutreten, um Publicity zu bekommen. Dies sieht man auch im Europäischen Parlament. Ich habe mir Parlamentsaktivitäten angeschaut und natürlich der niedrigschwelligste Indikator sozusagen für Partizipation ist, sind diese Abgeordneten von rechtspopulistischen Parteien denn überhaupt da, fahren die denn überhaupt hin? Hier möchte ich Ihnen, ich möchte nicht zu viel Zahlen nennen, aber doch einige, damit Sie auch selbst ein Gefühl dafür bekommen, was passiert hier überhaupt. Wir sehen, der allgemeine Durchschnitt für Anwesenheit im Europäischen Parlament liegt so bei 88%, also relativ hoch. Und rechtspopulistische und auch rechtsextreme Parteien zeigen sich hier zumeist überdurchschnittlich aktiv. Also zumindest diese Form der Anwesenheit, um überhaupt partizipieren zu können, ist erfüllt, könnte man sagen. Man kann das ein bisschen ausdifferenzieren in die Fraktion und da sieht man, dass das bei der EFDD recht stark auseinandergeht. Also wir haben die Schwedendemokraten, die fast immer da sind und gerade die UKIP, die ja eigentlich Fraktionsführer ist,
seltener anwesend. Das werden wir häufiger sehen. Die UKIP ist ein recht interessanter Fall von rechtspopulistischen Parteien im Europäischen Parlament. Das hat ein bisschen auch ähnlich wie beim Front National mit dem Mehrheitswahlrecht in ihrem Land zu tun, sodass sie versuchen zwar, sich über das Europäische Parlament Legitimation zu verschaffen, finanziell sich stärken zu können, um diese Mittel aber auch wieder in ihren Nationen einzusetzen. Das sieht man bei der UKIP relativ gut, dass eben hier recht wenig Aktivitäten nachweisbar sind, obwohl sie eben Fraktionsführer sind. Das finde ich einen ganz spannenden Fall. Aber das können wir vielleicht in der Diskussion auch genauer erklären. Für die zweite Fraktion habe ich Ihnen auch noch ein paar Parteien mit aufgelistet und da sehen Sie schon, dass hier die Spannweite nicht ganz so groß ist. Ja? Hier sind die einzelnen Parteivertreter insgesamt bei über 80%, sodass man sagen kann, die Spannweite ist hier nicht ganz so groß. Auch noch habe ich Ihnen zwei rechtsextreme Vertreter mit aufgezählt. Die waren eben auf der vorigen Folie auch mit drauf. Die sind im Europäischen Parlament fraktionslos. Die Goldene Morgenröte, die griechische Partei und die NPD, die ja nur mit Udo Vogt, also ein Abgeordneter, vertreten sind, natürlich nicht in einer Fraktion aufgenommen worden. Und nur noch mal zum Vergleich, sind auch eher überdurchschnittlich im Parlament anwesend. Um Ihnen das Ganze auch noch mal ein bisschen plakativ zu zeigen, wen sehen Sie hier? Das ist die Mara Bizzotto von der Lega Nord, die eine Anwesenheitsquote von 100% hat, die immer da ist. Und daneben als Negativbeispiel der Earl of Dartmouth, ein Vertreter der UKIP, der auch schon einige Legislaturperioden im Europäischen Parlament sitzt und eben mit 67% auch im gesamten Europäischen Parlament die niedrigste Anwesenheitsquote hat. Ich will Sie nicht en Detail mit den ganzen Parlamentsaktivitäten, in die Parlamentsaktivitäten jetzt einführen, die es so gibt. Da gibt es eine ganze Reihe. Ich will nur kurz sagen, was nutzen rechtspopulistische Parteien noch? Sehr intensiv nutzen sie Wortmeldungen, also auch das, was im Plenum stattfindet, nutzen sie extensiv, eindeutig überdurchschnittlich. Ebenso verhält es sich bei parlamentarischen Anfragen. Auch hier sehen Sie die Zahl, im Durchschnitt sind es bei rechtspopulistischen Parteien 44. Wohlgemerkt, das ist die Zahl seit 2014 und ich glaube, ich habe die Datenerhebung abgeschlossen im Ende August, genau diesen Jahres, waren das durchschnittlich 44 bei den rechtspopulistischen Parteien und 29 war der Parlamentsdurchschnitt. Alles, was ich Ihnen bisher vorgestellt habe, sind Aktivitätsformen, die auf Individualebene durchführbar sind. Dagegen sind Entschließungsanträge eine Form der Partizipation, die nur von Fraktionen oder mindestens 40 Abgeordneten durchgeführt werden können. Insofern eine etwas höhere Hürde, um hier aktiv zu werden. Und selbst hier sieht man, dass die ENF zumindest es schafft, auch hier eine überdurchschnittliche Zahl von Entschließungsanträgen einzubringen und damit auch schon ein Hinweis darauf, dass diese Fraktion auch als Fraktion funktioniert. Ich habe mir auch ein wenig die inhaltlichen Schwerpunkte angeschaut und das fand ich sehr spannend. Hier habe ich die AfD für Sie auch mal noch mit aufgenommen. Sie haben ja wahrscheinlich alle eine Erwartungshaltung, was diese Parteien dann im Europäischen Parlament so vertreten sollten. Und man sieht bei der AfD, okay, Euro- und Finanzpolitik, das würde man erwarten. Beim Front National geht es viel um Außen- und Handelspolitik, also um den Schutz auch französischer Produkte, also Abschottung, ne? Die Nation muss geschützt werden vor den Globalisierungseinflüssen. Bei der PVP geht es viel um die Institutionenordnung der Europäischen Union, aber wenig policy-orientiert und das ist eigentlich auch, was ich so frappierend dann fand. Selten thematisiert sind doch eigentlich so Sachen, die im Zentrum dieser Parteien stehen.
Also Themenschwerpunkte wie Migration und Zuwanderung werden so gut wie nicht thematisiert in ihren Wortmeldungen und in ihren Änderungsvorschlägen. Das heißt, auch ihre Wahlprogramme und ihre Wahlversprechen sozusagen auch, den sie den Bürgern vorgelegt haben, werden hier nicht eingehalten. Ein weiterer Punkt des Abstimmungsverhaltens habe ich noch zu Rate gezogen, um zu sehen, inwiefern diese Fraktionen eben zusammenarbeiten und einen weiteren Indikator dazu zu finden, stellen diese Parteien in ihrer Zusammenarbeit im Europäischen Parlament eigentlich eine Gefahr dar. Die These ist jetzt, das Abstimmungsverhalten zeigt, dass es sich nicht um reine Kunstgebilde handelt. Wenn man sich das Abstimmungsverhalten anschaut, dann haben wir eine durchschnittliche Fraktionsdisziplin im Europäischen Parlament von 83%. In den letzten Jahren hat sich das sehr gesteigert, dass die Volksparteien hier auch eine gemeinsame Linie gefunden haben und damit ist die Fraktionsdisziplin im gesamten Europäischen Parlament stark gestiegen. Und wenn man sich das jetzt anschaut, sieht man hier, dass das bei den rechtspopulistischen Parteien etwas niedriger ausfällt. Bei der EFDD haben wir 69%, aber immerhin bei der ENF schon 79%. Also ungefähr in 4 von 5 Fällen stimmt diese Fraktion gemeinsam und geschlossen ab, hat also eine gemeinsame Politikformulierung geschafft. Okay, dann haben wir das Plenum uns angeschaut und haben gesehen, ja, hier überdurchschnittliche Aktivität in fast allen Bereichen, aber was ist eigentlich mit den Ausschüssen? Das war noch etwas, was mich stark interessiert hat, weil wir eben hier auch wieder sozusagen vor dem Hintergrund unserer deutschen Erfahrung mit rechtsextremen Parteien eigentlich wissen, gut, die sind im Plenum sehr aktiv und versuchen hier eben wirklich ihre Agitation loszuwerden. Aber wenn es um die Ausschussarbeit, Sie wissen ja, das ist quasi wirklich die Arbeit im Parlament, wo es dann wirklich um die Sache geht, wo wirklich Sachen entschieden werden, da fallen sie zurück. Wie sieht das nun im Europäischen Parlament aus? Hier habe ich Ihnen die These aufgestellt, in den Ausschüssen arbeiten rechtspopulistische Parteien kaum mit, auch weil sie von anderen Parteien daran gehindert werden. Grundsätzlich ist es im Europäischen Parlament so, dass jeder Abgeordnete das Recht hat, in einem Ausschuss mitzuarbeiten. Das machen rechtspopulistische Abgeordnete, bis auf 3 UKIP-Abgeordnete, die einfach gesagt haben, braucht man nicht, kann jemand anders haben, den Sitz. Und darüber hinaus, also wenn wir sozusagen wissen, fast alle rechtspopulistischen Abgeordneten sind auch irgendwo im Ausschuss. Darüber hinaus müssen die Ausschüsse nach Proporz auch ihren Vorstand besetzen. Das heißt, eigentlich müssten rechtspopulistische Parteivertreter irgendwo in den Ausschüssen auch mit einem Vorsitz bedacht werden. Das ist aber so eine ungefähre Richtlinie, das soll nach Proporz geschehen, aber die Ausschussvorsitzenden werden aus den Reihen der Ausschüsse bestimmt. Und hier hat es sich so ergeben, dass, weil es anscheinend doch einen gewissen Konsens im Europäischen Parlament gibt, hier die Rechtspopulisten nicht in die vorderste Reihe zu stellen, ist es nicht gelungen, dass rechtspopulistische Parteien hier eine hervorgehobene Position einnehmen konnten. Wohlgemerkt mit der Einschränkung, Sie erinnern sich vielleicht daran, Hans-Olaf Henkel hat dies geschafft. Ich habe das vorhin gesagt, die AfD habe ich nicht näher mit betrachtet, weil sie eben nicht in einer dieser Fraktionen ist, weil sie es geschafft haben, bei den Konservativen mit reinzukommen. Aber eben diese Ausnahme gilt deswegen. So, dann habe ich hier auch mal die Anwesenheitsquoten ausgewertet. Von allen Ausschusssitzungen gibt es Protokolle und darüber kann man schlichtweg zählen, wie oft dann die Parteivertreter auch anwesend waren. Und hier sehen wir schon, dass die Anwesenheitsquote nicht so hoch ist wie im Plenum. Wir sehen auch hier wieder eine große Bandbreite, also die FPÖ mit nur 42% Anwesenheit ist hier doch deutlich seltener als im Plenum zu finden. Aber auch hier gibt es Parteien, die deutlich häufiger als
deutlich über 50% Anwesenheit haben. Dann werden in den Ausschüssen natürlich auch Aufgaben verteilt. Eine besonders wichtige Aufgabe von Ausschüssen ist es, Berichterstatter zu ernennen, die die Gesetzesvorschläge, die aus der Kommission etwa kommen, dann mit dem Parlament, mit den verschiedenen Fraktionen abstimmen und eine gemeinsame Haltung eigentlich des Parlaments abbilden sollen. Hier kann man sehen, diese wirklich unglaublich wichtigen und einflussreichen Positionen können von rechtspopulistischen Parteien nur sehr selten, nur in Einzelfällen eigentlich besetzt werden. Ich bin in der Forschung nicht so weit, dass ich Ihnen sagen kann, ob das passiert, weil sie sich nicht darum bewerben, Berichterstatter zu werden, oder weil sie dafür blockiert werden von den anderen Parteien. Das ist etwas undurchsichtig, weil dieses Berichterstattersystem sehr komplex ist und über eine Art Versteigerung im Europäischen Parlament vergeben wird. Deswegen ist es nicht ganz einfach, das einzusehen. Aber hier gibt es noch ein bisschen, eigentlich eine Forschungslücke, um zu klären, wollen Rechtspopulisten tatsächlich Einfluss nehmen auf unsere europäische Agenda oder lehnen sie sich hier doch eher zurück und überlassen das dann eigentlich doch den etablierten Parteien. Neben den Berichten gibt es auch Schattenberichte und hier sieht man dann schon, dass es hier etwas vereinzelter, aber eben doch häufiger als Berichte an sich, auch mal die Situation gibt, dass das von EFDD-Mitgliedern übernommen wurde, schon im letzten Jahr. Das waren aber fast ausschließlich Mitglieder der Fünf-Sterne-Bewegung, die ja auch, wenn wir jetzt von so einem Kontinuum sprechen würden, eher auf der populistischen Seite, denn auf der rechtspopulistischen Seite stehen würden. Gut, damit möchte ich gern zu einem Fazit kommen. Trotz der langjährigen Repräsentanz von rechtspopulistischen und auch rechtsextremen Parteien im Europäischen Parlament ist dessen Arbeitsfähigkeit nicht gefährdet. Also wir sehen, Rechtspopulisten versuchen, an das Mikrofon zu treten, versuchen im Plenum aktiv zu werden, aber wenn es um Politikgestaltung geht, sind sie entweder blockiert oder wollen nicht so richtig mitarbeiten, sodass die Arbeitsfähigkeit des Europäischen Parlaments im Grunde noch nicht gefährdet ist. Aber die Kohäsion von rechtspopulistischen Parteien ist zwar beschränkt, muss aber weiterhin beobachtet werden. Und ich finde, gerade bei der ENF sind die Tendenzen eher dahingehend, dass man sagen kann, hier formiert sich tatsächlich eine Fraktion, die wahrscheinlich nicht nach 2 Jahren einfach wieder verschwinden wird und sich über einen Disput auseinanderleben wird, sondern hier erscheint mir im Moment die Tendenz eher dahin zu sein, dass es tatsächlich punktuell zu gemeinsamen Politikformulierungen kommt. Und das würde ich als wahre Gefahr für einen gemeinsamen europäischen Rechtspopulismus und damit als Gefahr für unsere Demokratie sehen. Darüber hinaus liegt das Gefahrenpotenzial natürlich in einer Diskursverschiebung. Das ist auch das, was wir aus vielen anderen nationalen Parlamenten kennen und was wir hier ja verschiedentlich auch schon angesprochen haben. Gut, damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank, Frau Schmidtke. Ich würde gerne dem Publikum die Möglichkeit geben, jetzt nochmal gezielt, wenn es Nachfragen gibt, eine Frage zu stellen, eine Sachfrage. Wir machen danach nochmal eine Diskussionsrunde. Aber jetzt, wenn es konkret zu den Vorträgen eine Frage gibt, bitte die beiden hier. Ja. Eine Frage an die Frau Schmidtke, und zwar zu der Anwesenheit. Bei den Europaparlamentariern gibt es ja bei der Anwesenheit sehr hohe Gelder, wenn sie da sind. Wie ist es dann bei den Ausschusssitzungen, wie sieht es da aus, wenn sie dann auch diese Berichterstatterfunktion haben? Gibt es da auch Gelder, also erhöht es dann die Attraktivität, diese Jobs dann noch anzunehmen, oder erhöht es dann praktisch nur die Attraktivität, da zu sein, wenn man bei der Plenarsitzung dann da ist? Und eine Frage an die Frau Diehl. Ich fand es sehr schön, wie Sie versucht haben, den Rechtspopulismus und den Rechtsextremismus, ich sage Faschismus dazu, zu differenzieren.
Können Sie dazu noch mehr sagen und auch klare Linien dazu ziehen? Was ist noch Rechtspopulismus und wann beginnt der Faschismus? Da hänge ich mich dann gerade dran, weil Sie so schön die Unterscheidung zwischen Extremismus und Populismus gemacht haben. Mir fehlte der Rassismus darin. Also Rassismus quasi als Beschreibung von Ideologien, die ja auch Rassismusforscher haben, als Grundlage, was könnte Rassismus sein, Ideologien und die Brücke ja zu Rechtsextremismus quasi, wenn es sich gegen die Verfassung richtet. Und das ist ja das, worauf sich Gesellschaften geeinigt haben. Also welche Rolle spielt das darin? Das würde mich dann auch noch interessieren. Ja, ich habe auch eine Frage, die sich auf den Beitrag von Ihnen, Frau Diehl, bezieht. Also nochmal vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich hätte mir fast gewünscht, dass wir die gestern Abend schon mit hätten diskutieren können. Da hätten Sie auch gut dazu gepasst. Was ich besonders spannend fand, war, wie Sie die Parallelen zwischen Populismus und dem Funktionieren von Massenmedien rausgearbeitet haben. Und daran schließt auch meine Frage an, ne? Etwas provokant formuliert, welche Chancen haben eigentlich nicht populistische Bewegungen und Parteien, sich in einer Gesellschaft der Massenmedien mit differenzierten, Komplexität nicht verkürzenden Argumentationsmustern zu behaupten? Also das ist sicher eine Frage, die nicht nur an Sie geht, das wäre unfair, die geht an uns alle, aber das drängt sich dann tatsächlich. Ja, danke. Ich würde die erstmal genau die Antworten Ihnen die Möglichkeit geben. Also meine Antwort ist im Prinzip ganz kurz, weil das eigentlich eine Frage der Methodologie, der Zählweise ist. Und da ist es so, die Anwesenheit wird im Europäischen Parlament nicht erfasst über Sitzungstage, an die man sich einmal einschreibt, sondern die wird erfasst über Anwesenheit bei Abstimmungen. Und es finden Abstimmungen ungefähr bei einer Sitzung im zweistelligen Bereich statt. Und die wurden gezählt, also dass man davon ausgehen kann, wenn jemand eine hohe Anwesenheitsquote hat, war er tatsächlich die ganze Zeit bei Sitzungen auch anwesend. Ja, ich habe ganz tolle Fragenkomplexen hier, die sehr spannend sind. Zur Frage zu Rechtspopulismus und Faschismus. In der Tat, die Frage, die wir im Projekt hatten, und da war ich nicht alleine, sondern es gab noch 14 andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus verschiedenen Ländern, war, wo sind auch die Verbindungen zwischen Populismus und Faschismus strukturell? Und die gibt es, und die gibt es auch die Grenzen. Um zu unterscheiden zwischen Populismus und Faschismus in so weite Skala, müssten wir vor allem zwei Punkte benennen. Zum einen auf der Ideologieebene. Im Faschismus haben sie die Volkssouveränität nicht mehr in den Vordergrund. Im Faschismus gibt das Volk die Souveränität an den Führer. Das ist im Populismus nicht der Fall. Selbst wenn der Führer eine ganze Menge Strategien hat, die Macht wieder für sich zu kassieren, wird nie die Begründung des Populismus sein, dass die Macht jetzt nur dem Führer gehört. Sondern die Macht bleibt zumindest formell bei dem Volk. Die bleibt nicht bei der Partei, und da sind wir bei der Totalitarismusdiskussion, sie bleibt nicht bei einem Führer, sie bleibt bei dem Volk. Ich habe auch diese Beziehung zwischen Führer und Volk im Populismus und Faschismus ein bisschen näher ausgearbeitet. Es gibt das Problem vom Populismus, es gibt eine ganze Menge Tricks, ja, um diese benannte Volkssouveränität wieder zu entschärfen. Und dann gibt es auch Punkte, wo das kippen kann in Totalitarismus oder Faschismus. Also Faschismus als eine Variante des Totalitarismus. Wichtig ist auch, dass der Populismus an sich keine Unterscheidung zwischen innen und außen macht, sondern von oben und unten. Bei dem Faschismus, bei dem Totalitarismus allgemein, aber auch bei dem Rechtsextremismus hat man eine scharfe Trennung zwischen innen und außen. Und da komme ich wieder zu dem Problem des Rassismus. Das Innen kann rassistisch definiert werden, muss aber nicht notwendigerweise sein.
wenn wir mit dem Modell arbeiten. In Europa werden wir sehen, ist in der Regel von den Rechtsextremisten und rechtspopulistischen Parteien immer rassistisch definiert, aber es muss nicht sein. Und mit der Anpassung an den Demokratisierungsdiskurse, was wir beobachten, ist, dass es zunehmend das Ganze sich auf Religion oder Kultur verschiebt. Selbst wenn es ein verkappter, gefühlter Rassismus in dem Hintergrund steht. Aber es muss nicht unbedingt rassistisch sein. Dann zu den Massenmedien. Gibt es andere Strategien? Das ist eine ganz spannende Geschichte, weil was wir auch beobachten, ist, dass diese populistische und rechtspopulistische Parteien sich nicht nur den Populismus bewegen, Logiken aneignen und nutzen. Sie nutzen auch andere Dinge, die ich nicht angesprochen habe, die aber in den Massenmedien sehr stark vorkommen, nämlich die Dekonstruktion. Wir sind jetzt in einem Moment im Umgang mit traditionellen Massenmedien. Ich habe hier von Massenmedien gesprochen, habe aber das Internet weggelassen, ja? und auch diese Foren und so weiter. Mir ging es wirklich um die traditionellen Massenmedien. Aber selbst die traditionellen Massenmedien sind schon an einen Punkt gekommen, in dem sie wissen, dass die Zuschauer genau wissen, wie die Konstruktionsmechanismen der Massenmedien funktionieren. Unter anderem, weil sie selber anwenden, wenn sie deren Facebook-Seiten gestalten. Wir wissen, wie das ist, sich selbst zu inszenieren. Also gehen die massenmedialen Produktionen auch davon aus, dass man mit diesem Wissen spielen kann. Und das kann sehr interessante und unterhaltsame Arten geben. Ich weiß nicht, ob Sie sich, die Älteren von Ihnen, sich daran erinnern, an diesen Zurück zur Zukunft, der Film von Spielberg, in dem Spielberg hier einige von den Techniken von Brecht anwenden, indem er die Schauspieler zur Kamera sprechen lässt und sagt, also das ist gar nicht meine Geschichte, ich will doch gar nicht in dieser Geschichte sein. Und dadurch wird der Zuschauer bewusst, es ist ja nur gespielt. Es gibt tatsächlich Populisten wie Silvio Berlusconi, die ich eigentlich als Hybride nenne, sie spielen damit. Und es gibt auch Rechtspopulisten, die damit spielen, nämlich Strache. Christian Strache ist einer, der, leider habe ich das Bild nicht dabei, der sich als Popkult inszeniert und der auch Bezug auf verschiedene Mythen aufnimmt, aber eben nicht ernst. Wenn er die Che Guevara-Mütze anzieht, sagt er nicht, dass er jetzt kubanische Revolutionäre so toll findet, sondern es ist einfach cool. Und das ist diese Coolness, was wieder kopiert wird. Das sind zum Beispiel Strategien. Andere Strategien, die nicht unbedingt von dem Rechtspopulisten benutzt werden, aber die auch von ihnen auch benutzt werden können, sind es zum Beispiel, wenn man Events kreiert. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Die ersten, die damit angefangen haben, das war Greenpeace. Greenpeace hat eine Serie von Protest organisiert, die eigentlich massenmedial gerichtet waren. Und hat auch ein bisschen Kritik auf sich gezogen, weil auch diese Komplexitätsreduktion da in dem Vordergrund stand. Es war spektakulär, es war ein Skandal und diese Bilder waren dann sehr wichtig, um zu transportieren, dass es überhaupt Greenpeace gab in erster Linie. Ja. Also diese Reduktion auf eine spektakuläre Aktion. Das sind auch Dinge, die ins Spiel kommen, können tatsächlich von Rechtspopulisten übernommen werden, wie zum Beispiel von Strache wieder. Man macht einen Parteitag in einem Ort, wo man genau weiß, es passen nur 10% der Mitglieder. Also es wird dann ein Chaos außerhalb des Raums, es müssen Straßen gesperrt werden und so weiter und man kommt in die Medien, weil das wieder außergewöhnlich ist. Also das sind solche Techniken, die immer wieder vorkommen. Können Sie zum Internet noch was sagen? Ja, das Problem vom Internet ist, dass wir im Internet unterschiedliche Internets haben. Wir haben die verschiedene Formate, wir haben Forenformaten, wir haben Blogs, wir haben Social Medias, wo man dann eine Vermischung zwischen Selbstdarstellung, Privatens, Politischen und so weiter hat. Man hat wiederum die Nutzung von Internet als E-Mail-Korrespondenz, auch aus Newsletter. Man hat aber auch wiederum die Internetnutzung für Suchen von Bildern, für Suchen von Berichten aus den traditionellen Medien. Und insofern hat man ein Riesenspektrum. Ich nehme an, Sie denken eher in den Social Media, was jetzt passiert, dass dieser Dialog oder kakophonisches Sprechen über bestimmten Themen produziert.
ich kann nicht so weit daran gehen, weil ich glaube, wir haben die Zeit dafür nicht. Aber was wir beobachten ist, was im Internet passiert, was in den traditionellen Massenmedien nicht passiert, ist die Anonymität. Und das ist ein großes Problem für jedes politische Diskurs, dass man dann sich praktisch alles erlauben kann und sich dahinter versteckt. Das ist wirklich ein Problem. Und das andere, und da mache ich wieder die Brücke zu den traditionellen Massenmedien, ist diese Zirkularität der Massenmedien. Das heißt, die Diskurse, die Bilder, die wir im Internet sehen, tauchen wiederum bei den Tagesschau auf, werden wiederum von der Internetseite von der Tagesschau kommentiert und kommen wieder zurück zu der Diskussion in den Foren. Also man hat nicht mit abgekoppelten Welten zu tun, sondern die sind miteinander verbunden und man kann praktisch Wellen haben, indem man bestimmte Themen hochkommen lässt, die teilweise aus diesen Foren kommen und wiederum in die Massenmedien, in den traditionellen Massenmedien reinkommen. Ja, die traditionellen Massenmedien als Forum für Rechtspopulisten, da ist man als Journalist natürlich persönlich betroffen von. Dieser Frage, denn es ist ja offensichtlich, dass die Rechtspopulisten die Medienlogik, nach der Massenmedien funktionieren, zunutze machen für ihre Zwecke und auf die alte PR-Weisheit setzen, auch Bad News sind Good News. Das wissen Unternehmen auch. Also es ist besser, man ist im Gespräch, als man wird ignoriert. Und das machen sich Rechtspopulisten zunutze durch gezielte Tabubrüche zum Beispiel. Also selbst Pegida, die von Lügenpresse sprechen, sind sehr geschickt darin, jede Woche eine neue Provokation zu landen, sodass die Medien vor der Frage stehen, vor dem Dilemma, ignorieren oder skandalisieren. Und da ist meine Frage als Betroffener sozusagen, was raten Sie einem Praktiker in den Medien? Ignorieren, skandalisieren, berichten? Dekonstruieren ist die einzige, für Journalisten ist der einzige Ausweg. Man kann nicht die Welle mitmachen, man kann es auch nicht ignorieren, man müsste dekonstruieren. Und deswegen brauchen wir genau das Gegenteil, was die Aufmerksamkeitsregeln der Massenmedien sind. Wir brauchen Komplexität, wir brauchen Pluralität. Und das ist auch ein bisschen ein Stück, was die kommerziellen Massenmedien vor allem, aber leider sind die öffentlichen Rechten nicht wesentlich anders, da brauchen wir jetzt die Akteure, die entscheiden, neue Formate sich überlegen, um genau das Gegenteil zu machen, was sie eigentlich in der Logik, in der sie stecken, machen müssen. Ich finde, das spiegelt sich auch sehr schön im parlamentarischen Umgang. Wir hatten das gestern Abend, dass Frank Decker im Prinzip so diese zwei Pole vorgestellt hat, entweder Cordon Sanitaire und damit komplette Ausgrenzung oder wir übernehmen schlichtweg die Themen und eben auch die Art und Weise, wie es vorgetragen wird, also die Stilmittel von Populisten. Und da finde ich es sehr schön, in Mecklenburg-Vorpommern, das werden Sie ja kennen, gibt es den Schweriner Weg, wo man gesagt hat, naja, also wir wollen eigentlich den Mittelweg wählen, der eben auch dekonstruieren kann. Wir machen es so, dass wenn ein Parteivertreter der NPD sich zu Wort meldet, genau einer eine Reaktion darauf abgibt und damit eben nicht die Spirale von Aufmerksamkeit angesprochen wird, sondern es wird der Position widersprochen, sie bleibt nicht frei im Raum stehen, aber es wird eben auch nicht angeheizt dadurch, dass dann 5, 6 Redner darauf reagieren. Und ich finde, das ist eigentlich ein guter Weg, der das auch widerspiegelt, was Sie gesagt haben. Was es ja schwer macht mit der Ausgrenzung, ist ja auch die Tatsache, dass das war eine Strategie, die in den 90er Jahren bei den Republikanern noch angewandt worden ist oder auch bei Jörg Haider versucht worden ist, ausgrenzen, ignorieren, Cordon Sanitaire schaffen. Und das ist nur bedingt geglückt, aber es war zumindest klar, dass jemand wie Franz Schönhuber, der Republikanerchef, nicht in eine Talkshow einfach so eingeladen wird. Heute ist das Problem, dass die Rechtspopulisten von heute aus der Mitte der Gesellschaft kommen, zum Establishment gehören. Ich meine, Schönhuber war auch mal Journalist gewesen beim Bayerischen Rundfunk, aber er wurde wie ein Paria behandelt. Alexander Gauland, Thilo Sarrazin, Roger Köppel, um nur so ein paar Namen zu nennen, die wir in Talkshows erleben, die gehören zur Mitte der Gesellschaft, zum Establishment. Es ist sehr schwierig, die auszuschließen. Also das ist, glaube ich, auch ein Problem, dass sich das geändert hat ein bisschen, vielleicht die Herkunft auch der Rechtspopulisten. Ja, beide bitte.
ich denke, das sind auch mehrere Dinge. Die eine Frage ist, was sollen die professionellen Massenmedien machen? Die andere Seite, was sollen die Parteien machen? Parteien haben eindeutige Statuten und Parteien wie die SPD haben alles in der Hand, um Personen, die gegen diese Statut stehen, auszuschließen. Tun sie aber nicht. Aber das ist nicht deswegen. Also sie haben Sarrazin nicht ausgeschlossen, und zwar, weil sie Angst vor den Wahlergebnissen hatten. Und dadurch haben sie sich in eine Position hineinmanövriert, bei dem sie dann dabei beigetragen haben, dass das Ganze sich nach rechts verschiebt und sie dann irgendwann mal nachrücken müssen. Also das sind schon unterschiedliche Strategien, die, wenn man dann von verschiedenen Institutionen spricht, bei Parteien kann man die Leute tatsächlich ausgrenzen, wenn sie gegen die Regel des demokratischen Pluralismus verstoßen. Man muss nicht in der Demokratie alles machen lassen. Also es gibt Dinge, die verboten sind, ganz eindeutig. Und wenn eine Partei sich dafür positioniert, die demokratischen Regeln vorzutragen, sehe ich nicht, warum sie Antisemiten, Xenophoben ein Forum bieten müsste. Das ist, glaube ich, ein Versagen der Partei auch. Was die Medien machen, sie müssen eben einen Spiegel der Gesellschaft zeigen. Also sie müssen diese auch die schlechten Seiten der Gesellschaft zeigen lassen und insofern müssen sie das ansprechen. Das sind verschiedene Dinge. Aber ich finde die Strategien von den Parlamenten, da hätte ich gerne gewusst, wie sie dann damit umgehen. Also gerade im Europäischen Parlament, wo man dann mit solchen Figuren wie Farage hat, der unglaublich witzig ist. Das ist das Problem. Es ist ein Kaliber, der UKIP-Chef. Ja, Berlusconi und teilweise auch Strache, die dekonstruieren sich auch selbst und die anderen. Und dann wird die Dekonstruktion diesen Akteuren extrem schwierig. Also da ist es ganz spannend. Das Europäische Parlament hat hier eigentlich eine Strategie gefunden, ohne die jemals groß zu veröffentlichen. Es ist so, dass die Verwaltung des Europäischen Parlaments sagt, auch wir haben natürlich begriffen, was Rechtspopulisten und Rechtsextremisten versuchen, wenn sie bei uns ans Rednerpult sprechen und mit ihren Aussagen eigentlich nur in die Medien kommen wollen. Es ist so, dass jedes Parlament hat ja auch die Möglichkeit, mit Ordnungsrufen bis hin zu Ausschlüssen von Sitzungen auf so etwas zu reagieren. Das passiert auch im Europäischen Parlament, aber was dort nicht gemacht wird, es werden dazu keine Presseerklärungen ausgegeben. Das ist auch ein zweischneidiges Schwert, ne? Weil man damit ein Informationsdefizit hat und eigentlich gar nicht weiß, wie die Agitation im Europäischen Parlament läuft. Aber es führt eben auch dazu, dass diese Spirale nicht mitgemacht wird. Und ich habe mir im Zuge dieser Forschung auch einige Redebeiträge angeschaut, und zwar von den drei Personen, die am aktivsten waren. Das war unter anderem auch die Mara Bizzotta von der Lega Nord, die auch seit einigen Legislaturperioden schon im Europäischen Parlament ist. Und die Lega Nord hat ja auch eine Geschichte, wo man sagt, da sind ganz eindeutig auch rechtsextreme Strömungen mit drin. Aber wenn man sich die Reden angeschaut hat, waren die erstaunlich sanft, erstaunlich sachorientiert und nicht mehr alarmistisch, da wurden keine Beleidigungen ausgesprochen, womöglich, das ist eine Interpretation, da bin ich mir nicht sicher, aber womöglich, weil das Europäische Parlament eben da auch einen Weg gefunden hat und mit seiner Strategie doch auch einen Weg gefunden hat, wo dann eben auch diese Akteure merken, so komme ich nicht weiter, so funktioniert es offensichtlich nicht und dann davon auch wieder Abstand nehmen. Das kann man diskutieren und das muss man weiter beobachten, aber ich finde es sehr interessant, dass eben da die Agitation doch auch auf einer Sachebene stattfindet. Mir fällt nur ein, Farage setzt seine Videos selbst bei YouTube und damit schafft er dann der Einzige zu sein, der einen Blick vom Parlament auf die Wähler brachte, natürlich nur seine eigene witzige Intervention, aber das hat sicherlich ihm geholfen bei der auch der nationalen Wahlen. Ja? Und das Parlament selbst macht keine Werbung für sich. Ja? Das Parlament als Bühne, also da würde ich Sie gerne fragen, auch weil Sie aus Thüringen kommen. Wir wissen, dass
in die NPD in Sachsen zum Beispiel das Parlament gerne benutzt hat, mit Provokationen, Skandale zu provozieren als Bühne für sich selbst. Wie macht das die AfD jetzt in Thüringen? Hat die einen anderen Stil? Ist das auch die gleiche Masche? Also ja. Also zur AfD in Thüringen muss man natürlich dazu sagen, die hat natürlich erstmal einen unglaublichen Wahlerfolg eingefahren, ne? Ist gleich ad hoc aus dem Stand hinaus mit 10 Mandaten in den Landtag eingezogen. Mittlerweile, und daran sieht man eben auch, dass die Partei noch nicht so furchtbar fest ist, sind 2 dieser Landtagsmitglieder, haben sich von der AfD wieder losgesagt, sind mittlerweile fraktionslos im Parlament vertreten. Das sind sie auch, weil Sie kennen ja wahrscheinlich den Björn Höcke, der in letzter Zeit ja auch national stärker zu beobachten war und auch bei Goethe ja auch eingeladen wurde und da wunderbar seine Deutschlandflagge ausrollen konnte. Gerade Höcke tritt mit einer unglaublichen neurechten Agitationsweise auf, hat hier die Vokabeln wunderbar drauf. Er wird immer so bewertet als trotzdem mittelprächtiger Redner, aber er schafft es nicht nur im Landtag, auch auf der Straße. Sie haben vielleicht davon gehört, dass in Erfurt in den letzten Wochen ja leider auch tausende Menschen sich haben mobilisieren lassen von der AfD. Und dabei ist Höcke immer wieder als Hauptredner aufgetreten und hat ganz bewusst auch das Spiel mit eindeutig neonazistischen Begriffen ja, anzufeuern. Also er hat zum Beispiel immer wieder gesagt, wollt ihr die totale Demonstration, hat er dann gesagt. Oder auch das Tausendjährige kommt immer wieder vor. Also so, dass jeder weiß, hier, was eigentlich die historische Referenz ist und worauf ein Höcke hinaus will. Er sagt das nie bis zum Schluss, aber man merkt bei diesen Demonstrationen, das ist dann auch nicht mehr das Bürgertum, was dahin geht. Da werden wirklich rechtsextreme Bewegungen und Strukturen, die es in Thüringen gibt, werden hier gerade wunderbar vereint und finden gerade wunderbar ein gemeinsames Forum. Da ist Herr Höcke einfach im Moment der Vorreiter innerhalb der AfD. Der ist meines Erachtens nach schafft, in Thüringen die rechtsextreme Szene wieder zusammenzubringen. Das ist auch ein interessanter Aspekt, wie bestimmte Worte in den politischen Diskurs einfließen. Ich finde, die Rechten haben ja viel von der Linken gelernt und gerade was so Protestformen angeht, aber das Ziel auch, die Idee, dass es darum geht, eine kulturelle Hegemonie zu erreichen, indem man den Diskurs bestimmt, da sind die ziemlich gut geworden drin und die bestimmte Wortprägungen, die aus dem rechten Spektrum kommen, die fließen dann in den Mainstream-Diskurs ein, also Asylchaos zum Beispiel ist ein Wort, mit dem jetzt die AfD Wahlkampf macht oder das Wort Invasion, das kommt noch von weiter rechts, aber das sickert dann plötzlich in Texte vom Deutschen Philologenverband ein. Also da merkt man sozusagen, wie so Worte wandern von rechts in die Mitte der Gesellschaft und auch das Argument der Vernunft sozusagen, dass die Regierung unvernünftig handelt und die Vernunft, die Stimme der Vernunft, das sind die Rechten. Das ist sehr schwierig, dem ein Gegennarrativ entgegenzusetzen, weil es so kräftig ist und so ja, handlich. Ich denke, da ist auch wieder eine Aufgabe für die Journalisten, und zwar das historische Pendant zu finden. Wir kriegen jetzt Muster, die wir bei der antisemitischen Propaganda vom Volksbeobachter kennen, zum Beispiel der Topos Vergewaltiger, die Juden als Vergewaltiger, jetzt sind die Asylbewerber Vergewaltiger. Die Idee der Kontamination des Volkskörpers kommt jetzt als Entfremdung der Kultur. Und ich denke, das ist tatsächlich an den Medien, das aufzudecken. Also, und zwar teilweise sind das Zitat von dem Philologischen Verband, beziehungsweise von diesem Leitartikel, es ist eigentlich 1:1 mit einem Zitat von Hitler aus Mein Kampf zu übersetzen. Und wenn man das dann sagt, da muss man auch die Konsequenzen dafür ziehen. Und ich glaube, das wird im Moment zu sehr konzentriert
auf den Skandal, aber zu wenig auf diese analytische Ebene, die darum brauchen, um runterzukommen, um nicht die Welle hochzuschlagen, sondern um runterzukommen und zu sagen, wir wollen uns aber davon einfach distanzieren, weil es geht nicht so sehr darum, die Leute, die hier sitzen, wir wissen das, aber es gibt eine ganze Menge, die auf der Kippe steht, ja, und die nicht genau, sie verunsichert sind, aber nicht so genau wissen, wohin es gehen soll. Ich glaube, ein Vergleich mit den historischen Pendants zu sagen, würde das klarer machen. Also so Worte wie also Islamkritiker oder Asylskeptiker, das sind ja so Euphemismen, die dann auch die für sich selbst ins Rennen werfen und sich auch auf den Aspekt der Meinungsfreiheit berufen. Also Meinungsfreiheit ist ja ein hoher Wert bei uns. Damit werden dann bestimmte Positionen salonfähig gemacht. Interessant ist aber auch, dass ein anderer linker Topos aufgenommen wird, nämlich die Medienkritik. Medienkritik ist ja eigentlich linker Topos auch, also der Vorwurf der Manipulation zum Beispiel durch Massenmedien ist kein rechter Topos alleine, sondern also Wallraff hat das ja auch exemplarisch am Beispiel der Bild-Zeitung durchexerziert. Es gibt ja Probleme in den Massenmedien, reale. Und eine Antwort der Linken war ja damals auf diesen Befund, eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Interessanterweise machen das die Rechten jetzt genauso. Die haben ihre Gegenöffentlichkeit im Netz etabliert, wo bestimmte Selbstvergewisserungsdiskurse laufen, wo bestimmte Schlagworte geprägt werden und die dann in den Mainstream einsickern. Wie geht man mit dieser Gegenöffentlichkeit um, die ja so ja, kraftvoll ist? Ja, das Problem ist, wenn die Rechtsextremisten Gramsci lesen, dann haben wir nicht so viel dagegen zu halten. Also das ist tatsächlich ein großes Problem. Also da hilft nur zwei Dinge. Ich glaube tatsächlich, dass das Darstellen von dem, was sie gerade machen. Und das Zweite, ich glaube, wir brauchen tatsächlich demokratische Foren. Wir haben sie nicht. Und vielleicht ist es vielleicht, ich weiß nicht, ob ich zu pessimistisch bin, vielleicht ist es jetzt schon zu spät. Aber wir brauchen sie dringend in einer gewissen Hinsicht, um bestimmte Dinge auseinander zu klamüsern. Es gibt eine Krise der Repräsentation. Wir haben ein Problem, das nicht nur in Deutschland, aber in Deutschland bestimmt prominent ist. Die Pegida-Bewegung am Anfang war ein Sammelsurium von verschiedenen Tendenzen. Das hat sich rechtsradikalisiert. Aber eine der Hauptmotivationen am Anfang war, weil sich die Bürger sich nicht repräsentiert fühlten. Wir werden nicht gehört. Und das ist ein Problem, ein institutionelles Problem, das ist ein mediales Problem und es ist auch ein Problem der Mechanismen, die wir haben. Und da sehen wir jetzt wiederum von der anderen Seite Korrelaten bei der jüngeren Generation. Es wird jetzt Medienwissenschaftler weltweit machen, die Beobachtung, dass die jüngere Generation nicht weniger politisch ist als die vorherige, aber sie wollen sich nicht institutionell mit Politik auseinandersetzen. Sie sind politisch, aber sie machen das auf eine ganz andere Art und Weise. Und das ist die Frage, wie kriegt man die wieder zurück, wie gibt man denen eine Stimme und wie schafft man dann einen demokratischen Dialog wiederherzustellen und überhaupt herzustellen. Das war ja auch eine Debatte, und Pegida ist ja auch letztendlich ein Facebook-Phänomen gewesen. Das ist aus sozialen Medien im Internet entstanden. Die haben sich zusammengefunden und haben sich dann entschieden, auf die Straße zu gehen. Und dann stand die Frage im Raum, wie geht man mit diesen Leuten um, die jetzt auf die Straße gehen und ihre Wut aus dem Netz auf die Straße tragen. Und dann war die Frage, mit Pegida reden oder nicht. Und die Haltung vieler Politiker war, ja, mit den Leuten muss man reden, mit den Führungsfiguren nicht. Sozusagen da ein bisschen zu trennen, weil es ist ja ein Demokratieproblem. Da sind Leute, die sich nicht repräsentiert fühlen, wie geht man mit denen um? Also hat man da in Thüringen andere Herangehensweisen gefunden oder wie sehen Sie das? Zwei Sachen vielleicht nochmal. Ich würde nochmal ganz gerne auf die Gegenöffentlichkeiten zurückkommen. Ich glaube, man sollte nochmal unterscheiden, zum einen die Strategien von rechtsextremen Akteuren in den sozialen Netzwerken, die darauf abzielen, zu mobilisieren, junge Menschen anzusprechen und für sich zu gewinnen. Das sind äußerst attraktive Formen, die dort gefunden werden. Ich glaube, an der Stelle kann man intervenieren, dem kann man widersprechen, kann man andere Angebote entgegenstellen.
Ich glaube, diese geschlossenen Gegenöffentlichkeiten, wo es wirklich nur noch im Prinzip darum geht, sich in seiner eigenen Ideologie immer wieder nur selbst zu bestätigen, das ist eine Form auch von Religion und von so einem verfestigten Weltbild, dass ich glaube, dass man da wirklich schwer rankommt. Aber eben bei dieser ersten Form, wo es noch um Mobilisierung geht, da glaube ich, kann man angreifen, weil hier sind das Formen, wo natürlich sehr bewusst aktuelle Themen, Krisen, Probleme von Jugendlichen aufgegriffen werden und die können wir eigentlich recht einfach auch adressieren und helfen, unter Jugendlichen einfach demokratische Haltungen zu vermitteln. Um jetzt aber auf Pegida und den Weg der Auseinandersetzung in Thüringen zu kommen, ich glaube, da gibt es auch ein wenig ein Missverständnis. Wir waren so furchtbar überrascht von Pegida und wenn wir uns aber ernsthaft damit beschäftigt haben, was die Einstellungsforschung in den letzten 15 Jahren herausgefunden hat, ist, dass es dieses Einstellungspotenzial schon seit einem guten Jahrzehnt gab. Und das war nie mobilisierungsfähig für eine Partei. Da haben wir gestern schon drüber gesprochen, dass es da sozusagen eine rechtspopulistische Lücke immer in Deutschland gab. Aber diese Einstellungen waren nun mal vorhanden. Und dass diese nun einen Weg gefunden haben, sich mobilisieren zu lassen und eben auch auf, sozusagen auf die Verhaltensdimension, also sichtbar geworden sind durch Demonstrationen, finde ich, sollte eigentlich nicht so furchtbar überraschen. Dass das jetzt so nachhaltig ist und so erfolgreich, klar, das ist ein Problem, mit dem wir umgehen müssen. Was die Auseinandersetzung in Thüringen betrifft, ist es so, dass es da auch gerade in Suhl Versuche gegeben hat, doch Leute einzuladen, so eine Art Bürgerforum zu machen, ins Gespräch zu kommen mit den Bürgern. Aber auch in Suhl hat man gesehen, dass das eigentlich, das waren schlichtweg Demonstrationen, die organisiert waren von der extremen Rechten. Und da sind Bürgerdialoge, wo es eigentlich um Wissensvermittlung geht, ja, wo man annimmt, okay, die Menschen sind irgendwie verängstigt, weil sie nicht so genau wissen, was passiert und man kann mit Informationen einfach dagegenhalten und kann die Leute so wieder einfangen. Das funktioniert natürlich nicht mehr, wenn das Leute sind, die ein verfestigtes Weltbild haben. Insofern hat man davon auch wieder schnell Abstand genommen und geht jetzt eher dazu über, die Gegenmobilisierung zu verstärken und einfach die Gegendemonstrationen werden größer, appellieren stärker an Mitmenschlichkeit und an demokratische Werte, versuchen dabei aber auch ein bisschen sprachlich abzurüsten und nicht jeden, der mit bei der AfD läuft, gleich als Akteur der Extremrechte mit zu titulieren. Ich wollte was sagen, aber ich weiß nicht, ob es mehrere Fragen gibt. Vielleicht ist es interessanter, die Fragen zu stellen. Nein, also ich wollte jetzt dazu übergehen, das Podium für Fragen zu öffnen, wenn du, genau, dann machen wir das einfach und ich bitte um Wortmeldungen. Bitte schön. Aus Thüringen, der Herr, nicht wahr? Aus Thüringen, nicht wahr? Nee, ich bin aus Frankfurt. Aus Frankfurt, also. Und wir haben es in Frankfurt auch wirklich geschafft, die PG da draußen zu halten, indem sie ganz gut isoliert wurde und auch ganz gut gar nicht mehr in die Stadt reinkam. Wobei wir auch wieder bei dem Thema sind, wo ich drauf hinaus wollte. Hier wurden Mittel und Foren genannt, die Rechten halt einsetzen. Und wir sind am Schluss bei der Straße gelandet. Und das hatten wir halt bisher noch nicht. Und ich finde es halt auch ein wichtiges Thema, dass man auch die Straße, die sie halt benutzen, um an die Öffentlichkeit zu kommen, um an die normalen Menschen zu kommen, dass das dann halt auch gesagt wird und dass sie halt auch versucht werden auf der Straße. Und ich finde es hier in Frankfurt hat es gut geklappt, dass sie halt auch auf der Straße isoliert werden. Und ihr Mittel als Straße muss dann halt, das ist halt der eine Zweig von Rechtspopulismus, die Pegida, die es halt macht und die AfD, die fängt jetzt halt in Thüringen halt auch an. Und ja, was ja interessant ist, dass die Straße als Forum von der Partei entdeckt wird, die im Parlament schon ist, eigentlich ein Forum hat. Also das ist ungewöhnlich. Ich wollte noch zurückkommen
auf die Pegida-Entwicklung. Und das fand ich ganz gut, dass du das angesprochen hast. Das wissen wir, das überrascht mich. Also der Wilhelm Heidmeier hat seit Jahrzehnten, macht er immer wieder dieselben Umfragen und kommt raus, Leute, wir haben ein großes rechtsextremistisches Potenzial, es gibt Regionen, wo es stärker ist und so weiter. Man braucht dafür einen Nährboden, aber man braucht auch einen Katalysator. Und ich sehe zwei Katalysatoren hier. Also der eine, das war die Eröffnung, glaube ich, der Büchse der Pandora, das war Sarrazin. Sarrazin hat bestimmte tabuisierten Überschreitungen des demokratischen Rahmens salonfähig gemacht. Und dadurch, und dagegen gab es zwar Gegenreaktionen, aber keine geschlossene Gegenposition und vor allem keine richtige Debatte darüber. Es gab diejenigen, die sagten, wir sind dagegen, es ist alles nicht ernsthaft, aber es gab keine richtige Auseinandersetzung damit. Was ist Integration? Was bedeutet in Deutschland Ausländer zu sein? Ab wann ist man nicht mehr Ausländer? Ist es ab der zweiten Generation? Ist das seit 10 Jahren? Ist das, wenn man die Sprache kann? Was bedeutet dann kulturell Deutsch werden? Kann man das überhaupt? Also diese Debatte haben wir verschlafen. Und dann passiert was ganz anderes, die Unzufriedenheit mit dem politischen Establishment, das ist wieder ein populistisches Moment, wo man sich nicht repräsentiert fühlt, wo man das Gefühl hat, man kann seine Sorgen, Fragen und Förderung auch nicht artikulieren, nicht nur Ängste, die Ängste sind da nicht so wichtig. Die wurden wiederum von einem zweiten Katalysator genommen, diese rechtspopulistischen Bewegung, die wiederum sagen, ja, seid doch alle Angst, wir haben alle Angst. Also im Grunde hatte man Forderung, diese Forderung wurde zu Ängste. Ja, die Forderung war, ich will mitbestimmen. Und diese Forderung wurde wieder zu Ängste, die wiederum diesen Nährboden treffen, von dem Heidmeier seit 1970 spricht. Also das heißt, man hat eine Gemengelage, die extrem explosiv ist, wo aber sukzessive Momente gab, wo Katalysatoren es gegeben hat, wo eine Gegenreaktion nicht so richtig stattgefunden hat. Und da glaube ich, da müssen wir wirklich alle aufpassen. Und ich bin immer verblüfft, wie wenig wach die politischen Parteien sind. Und zwar alle. Aber das ist eine andere Frage. Ja, es ist weniger eine Frage, eher weil wir auch gleich ja beim nächsten Panel dann über Gegenstrategien sprechen. Aber was ich total spannend fand, war, dass Ihr Tipp war, zu dekonstruieren als Medienschaffender. Und ich bin ja auch selbst Medienschaffender, also täglich in diesem Geschäft mit wie dekonstruieren, wenn das so kompliziert ist. Und wenn die Repräsentation also fehlt und die Dekonstruktion nur auf Wissen basieren kann, und viele Journalisten, Sie sprechen von Parteien, Journalisten und vielleicht auch Menschen, die nicht diese Veranstaltung hier besuchen, eben das Wissen fehlt zu erklären. Was macht man dann? Weil dekonstruieren kann ich nur, wenn ich Bescheid weiß, wenn ich mich mit der Geschichte, wenn ich so Veranstaltungen besuche, auseinandergesetzt habe. Vorher funktioniert es nicht, das ist ja die Lücke, die da ist. Also vielleicht nochmal so als letzter Fragepunkt, was wäre denn Ihr Appell, was machen wir denn mit Medienschaffenden, weil darum ging es ja, oder Parlamentariern, um sie aufzuklären, ohne den pädagogischen Finger zu heben. Da war auch noch eine Wortmeldung hier. Sie? Genau dazu würde ich gerne noch. Also ich würde das nur noch mal stark machen und auch sagen, die Dekonstruktion hat nämlich nicht nur mit Wissen zu tun. Sie hat vor allen Dingen mit Wissen zu tun, aber das, also ich fand schön, dass Sie das auch so gesagt haben, aber ich glaube, es hat mit dem Format zu tun. Denn sozusagen an die, die sich zum Beispiel hier sitzen, also die können die Dekonstruktion zum großen Teil selbst leisten. An die Adresse, an die sie gehen soll, die empfinden das aber häufig als Belehrung. Also es kommt genau wieder, und da gibt es auch Studien, ja, psychologische Studien dazu, wie werden so Gegenargumente eingebaut, es wird einfach ins Weltbild eingebaut, es wird angepasst, es wird passfähig gemacht, also sozusagen eine rein kognitive Strategie, dass man das jetzt erklärt, dass man es runterbricht, wird also auch nicht funktionieren. Ich finde Strategien im Netz ganz gut, sozusagen, die, Sie haben die historischen Vergleiche angesprochen, die das sozusagen medial auch wieder in eine klassisch massenmediale passende Modi umwandeln. Also sozusagen über Facebook, über kurze Dinge versuchen zu dekonstruieren, über die man vielleicht auch lachen kann, die sozusagen nicht dieses Oberlehrerhafte, das Moralisierende haben. Also das ist
es kann nicht das eine oder das andere sein, aber das wäre zum Beispiel eine Frage an Sie auch noch, ob Sie das auch sehen, dass das ein wichtiger Teil ist. Ja, mit der Konstruktion meinte ich nicht Belehrung. Ich glaube auch, dass Dekonstruktion gelernt werden soll. Ja, das ist nicht unbedingt einem mehr Wissen, mehr Informationen, sondern das ist eine Art des Denkens. Das fängt in der Schule an, dann können wir ja ganz anfangen, also Erziehung zur Mündigkeit sozusagen sprechen. Es gibt mehrere Ebenen, wo man darüber sprechen muss. Es gibt auch unterschiedliche Strategien. Humor ist zum Beispiel eine sehr gute Strategie. Karikaturen können manchmal sehr, sehr effektvoll sein. Es gibt aber auch Auseinandersetzungen mit Dingen und auch Präsentationen von Fakten. Was die Journalisten betrifft, das ist wieder ein ganz anderes Blatt. Ich war früher auch Journalistin. Und das ist tatsächlich so ein Problem mit dem Missstand des Berufsstands. Die verdienen schlechter, die werden immer prekärer, die Redaktionen investieren immer weniger im Personal, sie kaufen die Nachrichten fertig, die haben kaum Experten und so weiter und so fort. Also wie kommt man da raus? Erstmal, idealerweise müsste man den Journalistenberuf aufwerten, das wird wahrscheinlich unter kommerziellen Bedingungen nicht passieren. Man könnte sagen, man könnte mehrere Foren kreieren, wo Journalisten auch mit Wissenschaftlern, aber ich glaube auch Vertreter von sozialen Bewegungen, mit ganz normalen Bürgern in Kontakt kommen. Ja? Und da, es ist nicht so, dass wir aus den sogenannten gebildeten Schichten kommen und erklären, wie es die Welt geht. Wir lernen auch von denen. Und das, denke ich, das fehlt. Also diese Art Haltung auch. Ich spreche auch über meinen eigenen Berufsstand, also unter den akademischen Stand ist es auch nicht so klar, ja, dass wir lernen können von den anderen. Aber ich glaube, dieser Kontakt fehlt. Und dann, was ich vermisse, gerade verglichen mit Frankreich, was teilweise ein interessantes Beispiel ist, wenn es in Deutschland was passiert, wo man dann einen qualifizierten Kommentar braucht, guckt man die Liste von den prominenten Professoren an. Und dann ruft man immer wieder dieselben Leute zu allen möglichen Themen ab. In Frankreich suchen sie die Leute tatsächlich in den Datenbanken von den Forschungsprojekten. Wer ist Spezialist dafür? Wer beschäftigt sich seit langem dafür und nicht derjenige, der immer wieder über alles spricht? Klar, wenn ich zu 10 Themen sprechen muss, werde ich ein paar Sachen sagen, die ich nicht genau weiß. Wenn ich aber zu den Themen spreche, von denen ich immer wieder forsche, dann kann ich Besseres sagen. Also das, glaube ich, das ist auch ein bisschen ein Problem der Journalisten in Deutschland. Ich verstehe gut, was an Dekonstruktion falsch verstanden werden kann. Und ich würde auch vermuten, letztendlich wäre das ja ein Mechanismus, der sozusagen reaktiv ist. Der reagiert auf Argumente einer neuen Rechten von Rechtspopulismus, die irgendwie verfangen, die irgendwie attraktiv sind. Aber vielleicht kann man auch über den Schritt davor nachdenken. Natürlich ist Wissensvermittlung ein ganz wichtiger Aspekt, aber ich denke, um dahin zu kommen, dass solche Ideologeme gar nicht verfangen, braucht man demokratische Wertevermittlung und Demokratinnen, die eine Haltung haben, die es gar nicht zulassen, dass diese Agitation verfängt. Das ist natürlich noch viel schwieriger und viel grundlegender, aber ich denke, auch das ist ein Feld, was nicht ausreichend bedacht wird. Ja, ich habe noch mal eine andere Frage an Frau Schmidtke auch, und zwar für mich ist irgendwie noch nicht, also so gar nicht klar, was die Rechtspopulisten eigentlich im EU-Parlament wollen. Sie sind extrem energisch, partizipieren immer, wann sie können, zu jeder Wortmeldung, reden aber gar nicht über ihre eigenen Themen. Sprich, was wollen sie da, wenn sie auch nicht in den Ausschüssen aktiv sind und die Politik mitgestalten? Wenn sie über Finanzpolitik sprechen, dann, Sie haben es gesagt, bringen sie nichts von dem, was eigentlich in ihren Rahmenprogrammen drinsteht, an die Leute. Sind es nicht die Zielgruppen oder ist es das Problem, dass sie Angst vor Ausschlüssen haben, dass sie quasi nicht mehr sprechen dürfen, oder ist es das Problem, dass sie auf irgendwas warten und
in 3 Jahren, dass wir da dann Debatten haben, auf die wir nicht vorbereitet sind? Also wie schätzen Sie das ein, warum Sie nicht Ihre Themen besprechen dort? Ich glaube, warum die Parteien ins EU-Parlament gegangen sind, war zunächst mal ein ganz pragmatischer. Nicht nur, weil es ein Forum ist, sondern weil es ganz viel Parteistrukturen geholfen hat. Weil gerade, das habe ich vorhin angeschnitten, in Parteien, in Systemen, wo das Mehrheitswahlrecht aktiv ist, im Prinzip nur wenig Chancen hatten, auf nationaler Ebene erfolgreich zu werden und eben auch eine Finanzierung zu bekommen, sodass sie gut aktiv werden können. Das heißt, gerade für Parteien wie den Front National und für die UKIP war es essentiell, ins Europäische Parlament zu kommen, um überhaupt ihre Parteistrukturen sichern zu können. Also der Anreiz war, würde ich sagen, bei vielen zunächst ein sehr pragmatischer und dann war man da. So, dann gab es nicht, so interpretiere ich das zumindest, dann gab es nicht so richtig eine Strategie, was machen wir da jetzt eigentlich, weil eigentlich sind wir ja dagegen, was soll das? Aber offensichtlich hat sich hier so eine Art neue Parteielite herausgebildet, die eben eine Weile schon im Europäischen Parlament ist, die auch die Spielregeln gut beherrscht und nicht unbedingt nur die Parteithematik durchsetzt, sondern die viel individueller reagieren und viel individueller dort aktiv werden. Ich finde, man sieht sehr schön, dass so die Leute aus der ersten Reihe, die wir alle kennen, Nigel Farage und die Le Pens, das sind nicht die, die vor allem dort an das Mikrofon treten und das Wort ergreifen, sondern es ist so eine neue Elite aus der zweiten Reihe. Und das sind, glaube ich, auch die, die auf eher so einer individuellen Ebene die Verbindungen knüpfen, die für uns langfristig gefährlich werden könnten, die dahin wirken könnten, dass es tatsächlich eine Art Politikformulierung gibt. Und das ist so die Gefahr, die ich gesehen habe und auf die ich gern hinweisen würde. Und ansonsten finde ich einfach, ist das Europäische Parlament noch viel zu wenig im Fokus, um es eben auch als Agitationsort für so einen europäischen Rechtspopulismus zu sehen. Und ich habe einfach das Gefühl, das passiert immer mehr und das passiert uns sozusagen sehenden Auges, dass dort diese Verbindungen geknüpft werden, von denen ich gesprochen habe, ohne dass wir wirklich drauf schauen. Ich habe jetzt noch eine weitere Frage von Frau Kalinich und würde das danach dann zum Forum der Kaffeepause übergehen, wenn das auf Einverständnis stößt hier. Also bitte, Frau Kalinich. Genau, ich habe noch eine Anmerkung zu dem Umgang mit den Pegidisten, wie ich sie gerne nenne. Ich habe an dieser Studie mitgewirkt, die gestern schon genannt wurde. Der Uni Göttingen hatte das zweifelhafte Vergnügen, mit zahlreichen dieser Menschen Interviews zu führen. Kann ich gerne in der Kaffeepause ein bisschen drüber erzählen, das möchte ich nicht öffentlich am Mikro tun, da kann ich nicht gut sachlich bleiben. Aber zwei Punkte, die im Umgang extrem wichtig sind, meiner Meinung nach. Erstens handelt es sich dabei in der Regel um extrem gut gebildete Menschen. Es ist nicht die Gruppe, über die wir vorhin gesprochen haben, wie die Front National Wähler oder so, mit niedrigem Bildungshintergrund. Wir haben da Ingenieure, wir haben Polizisten, wir haben Journalisten. Das sind alles Menschen, die im Berufsleben stehen oder auf eine satte Berufskarriere zurückblicken können. Wir haben da Gymnasiasten sitzen, wir haben da Studierende sitzen. Also das ist jetzt nicht dieses Bildungsprekariat, von dem man vielleicht ausgehen könnte. Zumindest in den Gesprächen, die ich führen konnte. Und das Zweite ist, ich bin mir gar nicht sicher, ob jetzt Journalisten wie Sie oder auch Sie überhaupt an diese Leute rankommen. Wenn die Taz lesen, dann um einen bösen Kommentar, ausfälligen Kommentar drunter zu schreiben, aber die haben ja ihre eigenen Öffentlichkeiten. Die informieren sich auf Portalen wie PI News und solchen Geschichten, wo wir überhaupt im Leben nicht draufkommen würden, zu kommentieren, zu argumentieren, uns überhaupt damit auseinandersetzen zu wollen, weil man ja vielleicht auch eine eigene Grenze setzt, auf welches Niveau man sich dann herablassen möchte. Und also ich für mich als, muss wirklich sagen, irgendwo verläuft auch für mich eine Grenze, wo ich als Wissenschaftlerin hingehen will und Bildungsarbeit leisten möchte. Der Punkt ist aber, die Menschen vorher abzuholen, die noch nicht bei Pegida mitgehen, die Kinder, die Schüler,
und so weiter. Also das vielleicht auch als Übergang dann zum nächsten Panel. Ja, vielen Dank. Habe ich mal übersehen. Ah. Es hat mich jetzt doch, ich rutsche hier auf meinem Stuhl rum, weil ich doch eine sächsische Perspektive, man hört es auch, auf die Sache habe. Und ich war an der Vorländerstudie beteiligt, die sozusagen eine andere Studie ist, aber ich habe auch Umfragen unter den Pegidisten gemacht. Und ich würde gerne das nochmal ein bisschen relativieren, auch das, was Sie gesagt haben von der Radikalisierung oder sozusagen die Zunahme der Anteil der Rechtsextremen. Insofern sagen wir, wir haben die von Anfang an dabei gehabt. Sind nämlich in diesen Studien und diese Erfahrung habe ich gemacht, man konnte mit vielen ins Gespräch kommen, man hat viele auch an Fragebogen ranbekommen, aber man hat große Gruppen von eher jüngeren, ganz klar zu identifizierenden im Hooligan-Mühe oder auch im schwarzen Block der autonomen Nationalsozialisten zuzuordneten Jugendlichen, die zahlreich vorhanden waren, die hat man nicht bekommen zu Interviews. Die sind in diesen Studien überhaupt nicht repräsentiert. Und insofern, Sie haben schon recht, aber ein bisschen muss man es relativieren. Das ist von Anfang an auch eine Bewegung, die einen ganz klaren rechtsextremen Anteil hat. Und der ist größer als die Studien sozusagen und auch die Fernsehinterviews, das mit den entsprechenden Biedermännern oder Biederfrauen, die da zu Wort kommen, dann belegen. Ich nur eine kurze Antwort dazu. Ich will nicht sagen, dass Pegida von Anfang an offen war. Weil ich sagen will, Pegida war am Anfang heterogener, als sie jetzt ist. Und diese heterogen wäre eine Chance gewesen, um klare Grenzen zu setzen, was die Bundesregierung, keine der Politiker, richtige gemacht hat. Also man hätte sagen können, es gibt Dinge, die undemokratisch sind. Die sind nicht in Ordnung. Anstattdessen hat man den Diskurs verschoben und hat mir über die Ängste der Bürger gemacht, weil man Angst vor der Wählerschaft hatte. Und das ist wieder eine feige Position. Und jetzt reagiert die Politik viel zu spät. Die haben sich schon radikalisiert. Das ist das Problem. Das ist die politische Reaktion darauf. Die zweite Reaktion ist ein bisschen, wie geht man damit um, dass es tatsächlich ein Demokratiedefizit gibt in unsere sogenannte Wohlstandsgesellschaften, der aber überhaupt nicht bedacht wird, weil die Parteien so weiter gut funktionieren können. Also sie können sich weiter perpetuieren. Aber es gibt eine allgemeine Erosion. Und meine Annahme ist, dass das für den früheren Zeitpunkt, die Vorländerstudie war von diesem Jahr, also von den früheren Zeitpunkten von Pegida, da hätte man sich zwei Dinge tun müssen. Da hätte man sich tatsächlich mit diesen Leuten reden müssen und fragen müssen, was wollt ihr überhaupt, und sagen müssen, bestimmte Dinge sind nicht in Ordnung. Und das ist nicht passiert. Und jetzt ist es zu spät. Wenn das Ganze schon radikalisiert ist, da gibt es nur Entradikalisierungsmaßnahmen, die nicht so wahnsinnig hohe Quoten haben. Da geht es ja auch um andere Teile der Bevölkerung. Ja, vielen Dank. Wenn das Publikum keine Kaffeepause machen möchte, möchte ich nicht so undemokratisch sein und dieses Votum übergehen, aber wir müssen tatsächlich eine kleine Pause machen, um zum nächsten Panel übergehen zu können. Vielen Dank.